Männer. Hey Alex, jetzt bist du eh schon seit über einem Jahr bei uns. Wie ist es denn so gegangen? Ja, ist eigentlich sehr gut gegangen. Ist auch sehr leicht zu meinen Arbeiten gewesen, weil man trotzdem von allen Kollegen gut unterstützt wird. Die ersten Arzt und dann bist du eh drin. Vom ersten Tag an mit einem Einschulungsplan da gewesen. Der hat so die ersten Monate, anderthalb Monate quasi gehalten. Und von dort auch weg war es quasi Learning by Doing. Wie kann man sich so deinen Job vorstellen? Also, wenn du jetzt ins Büro reinkommst, was ist denn da das Erste, was du machst? Das allererste, was ich mache, ist, dass ich mir einen Kaffee hole. Weil ohne dem geht es einmal sowieso nicht. Öffne das Ticketsystem, schau mal, ob über Nacht, ob seit ich gestern heimgegangen bin, irgendwas dazugekommen ist. Ich glaube, du hast da die HTL-Frage gemacht. Wieso glaubst du, dass gerade für HTL-Absolventen und Absolventinnen der Job gerade richtig war? Das Gute ist, man kriegt in dem Job einen schönen Überblick, was wir in der Abteilung, was wir in der Firma machen und hat dann super die Möglichkeit herauszufinden, was man eigentlich wirklich machen will. Weil ich weiß, zum Beispiel bei mir war ich mir nach der HTL nicht sicher, was ich genau machen will. Und so kommt man einfach in viele verschiedene Felder, kann sich ein paar Sachen anschauen. Weiterbildungen, Schulungen machen, das ist sehr leicht, weil man eh viel vorgeschlagen wird, auch gleich ganz am Anfang, welche man machen soll. Und wenn man selber irgendeine für sich entdeckt, dann braucht man es quasi nur sagen und es wird die Möglichkeit geschaffen, dass man die macht. Man kann sagen, das ist, die Position ist ein guter Einstieg, quasi so ein Sprungbrett dann in weitere Bereiche. Super zum Einsteigen in Firma, in der IT, sich mal herausfinden, was taugt dann und wann der Support selber taugt, dann kann man natürlich auch dabei bleiben. Das ist dann natürlich wie so ein Nebenfall. Hey, und sag einmal so, im Eichenbüro, gibt es da irgendwelche besonderen Rituale, die was habt? Das Allerwichtigste ist jeden Tag unsere Porridge Session. Die ist zwischen 9 und 10 Uhr, wo wir gemeinsam frühstücken. Das ist interessant. Hey, was kommt denn da in so ein Porridge rein? Ich mach's mal mit. Das ist die beste Mischung. Warum sollte man sich gerade bei Livest bewerben oder warum sollte man sich Livest als Unternehmen einfach einmal so genauer anschauen, unter die Lupe nehmen? Also ich finde, wir sind als Livest als Arbeitgeber ist sehr angenehm. Einfach weil die Leute, die da sind, alle angenehm sind. Noch keinen gefunden, mit dem es irgendwie ungut war, zusammenzuarbeiten. Es ist alles sehr flexibel von den Arbeitszeiten, von der Arbeitsaufteilung. Da gilt vor allem, wer den Mund aufmacht, dem wird auch geholfen. Hört sich gut an. Hey, ich muss dann eh wieder los, aber danke fürs bleibende Gespräch. Wir haben nur lustige Geschichten, die das Büro nicht verlassen sollten.